Willkommen zu Petzocker TV und heute mit einem weiteren Video, meine Freunde. Ja, und wie ihr am Titel schon gesehen habt, geht es heute nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder um ein Infovideo für GTA 5. Ich hätte selber nicht gedacht, dass nochmal von mir ein Infovideo zu GTA 5 kommt. Aber unter diesen Umständen habe ich mir gedacht, okay, jetzt musst du mal wieder ein Video bringen, denn das, was ich da jetzt gelesen habe und wovon ich mich gleich selber überzeugen möchte und euch dann natürlich auch mitnehme, ja, das hat mich halt dazu veranlasst, dieses Video zu machen. Und zwar kursieren ja schon seit Jahren die Gerüchte, dass das Casino in GTA 5 aufmachen soll. Und ja, aber wie ich schon gesagt habe, es ist immer bei Gerüchten geblieben. Und jetzt ist es aber so, Red Dead Redemption 2 hat ja die Möglichkeit, dass man Poker spielen kann. Und es war ja bei GTA immer so, dieses Thema, wenn man Cash-Cards kaufen kann, also diese Shark-Cards kaufen kann, dann könnte man ja theoretisch, wenn ein Casino-DLC kommen sollte für GTA, dann würde man ja theoretisch mit echtem Geld spielen können und das Ganze fällt irgendwie unter dieses Glücksspielgesetz oder was es da gibt und deswegen durfte das halt nicht kommen. So, jetzt scheint es aber so zu sein, dass sich daran was getan hat, denn wie gesagt, bei Red Dead Redemption 2 geht es ja auch. So wie ich mitbekommen habe. Ich habe es selber online noch nicht gespielt, aber ja, und ich habe jetzt gelesen, dass sich wirklich was getan haben soll hier in GTA. Und davon überzeugen wir uns jetzt. So, und damit ihr seht, dass das auch jetzt, oh, dass es jetzt wirklich kein Fake oder so ist, werde ich mich mal ganz kurz hier irgendwo an eine Seite stellen. So, weg da, Leute. So, wir stellen uns hier auf die Wiese. So, wir gucken erstmal oben links. Ich bin in einer Freundesitzung. So, damit ich halt alleine bin und meine Ruhe habe. Und wir haben hier, Moment mal, wir gucken. Wir sind in der Version 1.46. So. Wir fahren jetzt zum Casino, denn ich habe gelesen, dass sich dort optisch schon was verändert haben soll. Und davon möchte ich mich jetzt gerne selbst überzeugen. Denn so wie ich gelesen habe, soll dieser Coming Soon Banner weg sein, der schon immer dort hing. Und ja, wie ihr seht, der Coming Soon Banner ist tatsächlich weg, meine Freunde. Und es soll wohl auch im Eingangsbereich eine Baustelle geben. Und auch die gibt es tatsächlich. Ich habe ja ganz ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet und ja, ich fände es mega, wenn es kommen sollte. Ich habe jetzt in letzter Zeit auch wieder GTA ein bisschen mehr für mich entdeckt, auch nicht unbedingt wegen der Serie, die wir ja drehen, dort übrigens gerade Episode 6 der zweiten Staffel erschienen. Nein, auch so, ich fahre in letzter Zeit wieder viele Rennen in GTA und baue auch selber wieder ein paar Rennen. Und deswegen hat mich das noch mehr überrascht, dass ich auf einmal gesehen habe, dass in GTA hier das Casino bald eröffnen soll. Wie gesagt, die Gerüchte kursierten ja schon seit längerem. Aber jetzt ist es anscheinend tatsächlich so, dass wir tatsächlich ein Casino-DLC erwarten können. Ich bin mal gespannt, Leute. Mich würde es auf jeden Fall mega, mega freuen. Ich fände es saugeil, wenn man ins Casino rein könnte und dann auch pokern könnte und so. Und wer weiß, was für Features dann noch kommen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream, Leute. Haut rein, bis dann und ciao.